Ich muss schon sagen, diese riesige Statue war ganz schön beeindruckend. Die Asim-Steppe ist voller Mysterien. Wie dem auch sei. Hiermit haben wir alle bestanden und sind damit berechtigt, am großen Kampf teilzunehmen. Krieger, die ihr Bardams Probe bestanden habt. Unser Stammesführer verlangt nach euch. Das ist doch ein Oronir. Er trägt die typische Stammeskleidung. Was sollen wir tun? Das stellt keine wirkliche Bedrohung dar. Andererseits ist es zum Nardam noch eine Weile hin. Das ist eine gute Gelegenheit, etwas mehr über den Gegner zu erfahren. Spätestens, wenn wir den großen Kampf gewonnen haben, werden die Oronir ohnehin zu unseren Gefährten zählen. Cirina macht sich bestimmt Sorgen, wenn wir zu lange wegbleiben. Doch gut, lass uns zu ihrem Lager gehen. Falls nötig, werde ich mir meinen Rückweg auch mit Gewalt bahnen. Wir haben uns entschlossen, eure Einladung anzunehmen. Bring uns zu deinem Stammesführer. Zwei Flaggen. Heißt das, dass in dieser Siedlung nicht nur Oronir leben? Magnai Khan, ich habe sie hergebracht, so wie ihr es befohlen habt. Ihr habt euch also Bardams Herausforderung gestellt und die Probe bestanden, korrekt? Das ist richtig. Wir haben als Vertreter der Mol teilgenommen. Du musst der Stammesführer sein. Darf ich fragen, warum wir entführt wurden? Etwa um uns als Krieger in deinem Stamm aufzunehmen und dadurch deine eigenen Reihen zu verstärken? Ha, falsch. Wir Oronir sind Kinder des erhabenen Sonnengottes Asim. Asims Kind wird man nicht. Asims Kind ist man von Geburt. Mit Eindringlingen machen wir kurzen Prozess, doch ihr seid keine einfachen Reisenden. Ihr habt Bardams Probe bestanden und habt euch dadurch als Sela-Krieger qualifiziert. Ihr habt euch das Recht erworben, Asims Güte zu empfangen. Wir erlauben euch, uns zu dienen. Stellt ihr uns zufrieden, verleihen wir eurem Wunsch nach Freiheit vielleicht Gehör. Ach, eure Arbeitssklaven sollen wir also werden. Und was, wenn wir uns weigern, dabei mitzumachen? Weigern? Wer unseren heiligen Vater Asim verhöhnt, verdient die höchste Strafe.
Doch da es euer erstes Vergehen wäre, wäre ich vielleicht gewillt, noch einmal Gnade walten zu lassen. Der Tod bliebe euch erspart, doch ihr müsstet mir und meinen Brüdern euer Leben lang hingebungsvoll als Sklaven dienen. Ihr dürftet erfahren, was es bedeutet, mit Leib und Seele Azim zu gehören. Ich bin viel zu mild und gütig. Unsere Verbündeten, die Buduga, sind ebenfalls an euch interessiert. Allerdings nur an euren männlichen Mitgliedern. Der Stamm der Buduga besteht aus lauter Männern. Er ist das Gegenteil des Borlak-Stamms, der ein reiner Weiberstamm ist. Doch den kennt ihr ja auch nicht. Jedenfalls haben die Buduga als unsere Verbündete Anspruch auf euch. Alles hat seine Ordnung. Verstehe. Ich frage mich bloß, was wir für euch oder die Buduga tun können. Ehrlich gesagt fällt mir nichts ein. Schweig! Wehe, du wagst es noch einmal in diesem unverschämten Ton mit mir zu sprechen. Ihr wollt frei sein? Dann dient uns. Erfüllt jede Aufgabe, die wir euch auferlegen, wie schwer sie auch sein mag. Nur mit dieser Einstellung sind wir gewillt, eure Bitte unter Umständen anzuhören.